Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch ein Rezept für ein Knäckebrot mit Bärlauch. Wir benötigen dazu ca. 160 Gramm Weizenmehl, allerdings kann man das Rezept auch mit anderen Mehlsorten machen. Nun geben wir einen Teelöffel Kräutersalz dazu, in unserem Fall Bärlauchsalz, allerdings funktioniert natürlich auch jedes andere Kräutersalz. Die nächste Zutat besteht aus fein püriertem Bärlauch. Wir haben hier ca. 20 Bärlauchblätter mit etwa einem Esslöffel Wasser fein püriert. Diese Bärlauchmasse gibt dem Knäckebrot den Geschmack und auch die Farbe. Nun geben wir noch einen Esslöffel Olivenöl dazu. Auch hier kann man beliebige Ölsorten verwenden oder zum Beispiel auch Butter oder Margarine. Die Menge an Wasser, die wir noch benötigen, ist abhängig von der Feuchtigkeit der Bärlauchmasse. Wir starten mal mit 2 Esslöffeln Wasser und vermischen das Ganze. Ist der Teig dann noch sichtlich zu trocken und zu krümelig, geben wir nochmal 2 Esslöffel Wasser dazu. Unser Ziel ist ein weicher Teig, den man gut kneten kann und mit dem Nudelholz ausrollen. Nun verkneten wir das Ganze einige Minuten lang zu einem Teig. Dieses einfache Grundrezept funktioniert übrigens mit allen möglichen Kräutern außer Bärlauch. Sobald wir dann die Konsistenz eines Flammkuchenteiges erreicht haben, ist unser Knäckebrotteig fertig. Wir rollen ihn nun mit einem Nudelholz etwa 1 mm dick aus. Man könnte das Ganze nun übrigens auch wie einen Flammkuchen belegen. Auf dem Kanal findet ihr eine Playlist mit vielen weiteren Bärlauchrezepten und auch Flammkuchenrezepten. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Nun bestreuen wir das Ganze noch mit frisch gemahlenem Pfeffer. Es wäre auch möglich, den Teig nun in Streifen oder Vierecke zu schneiden, um ihn dann nach dem Backen in regelmäßige Stücke brechen zu können. Dann backen wir das Knäckebrot etwa 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad Umluft, bis es durchgängig knusprig braun geworden ist. Dann brechen wir unser Knäckebrot in kleinere Stücke und man kann es belegen mit diversen Brotaufstrichen oder auch zum Dippen oder auch einfach pur wie Chips essen. Das war's für heute. Ich hoffe, die Idee hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zusehen.